Und bei mir ist Dr. Werner Strahl, Kinderarzt aus Essen. Herr Strahl, hallo. Und es hat mich freut mich, dass Sie es geschafft haben. Gerne, willkommen. Denn Sie haben einen relativ engen Terminplan, einen engeren Terminplan, als vielleicht ein normaler Kinderarzt hat. Ja, es hat sich völlig gewandelt. Es ist nicht mehr so gut strukturiert. Ich bin auch viel abends unterwegs und habe zu tun. Aber im Ruhestand kann man sich auch Unruhe machen und das belebt das Leben ganz erheblich. Und das, womit Sie Ihr Leben beleben, das ist Ihre Tätigkeit bei Kap an Amur, Notärzte, deutsche Notärzte, die auf der ganzen Welt helfen. Und das ist mittlerweile auch so ein bisschen zu einem Fulltime-Job geworden. Vielleicht erstmal die Frage, viele werden es vielleicht gar nicht mehr kennen. Was ist Kap an Amur? Kap an Amur ist eigentlich so der erste ärztliche Hilfsverein, der sich in Deutschland gegründet hat. 1979, als der Vietnamkrieg gerade 4 Jahre zu Ende war, flohen viele Menschen verzweifelt aus Vietnam, weil sie die kommunistischen Umerziehungslager vermeiden wollten. Die Situation war damals in Deutschland nicht bekannt und ein junger Redakteur des Deutschlandfunks, Rupert Neudeck, fuhr nach Paris, um Jean-Paul Sartre zu treffen. Aber er traf den nicht, sondern traf französische Philosophen, die sammelten für ein französisches Hilfsschiff. Denn Kap an Amur war eine Kolonie Vietnams gewesen und die Informationen über die Flucht von vielen tausend Menschen übers Wasser war in Frankreich eher angekommen als bei uns. Dann hat er einen Fernsehaufruf gemacht in Deutschland und innerhalb von einer Woche kamen 1,2 Millionen D-Mark zusammen. Die Franzosen hatten nur 300.000 Franc damals gesammelt und dann hat er sich gesagt, wenn wir viel mehr Geld sammeln, sind wir auch verantwortlich für die Hilfe. Und hat als Redakteur ein Schiff gemietet, ein großes Schiff, mit dem dann Ärzte, die aufgefordert wurden, Krankenschwestern und Techniker und ein freiwilliger Kapitän losfuhren, um Flüchtlinge auf dem südchinesischen Meer zu sammeln. Und so konnte Zehntausenden Menschen geholfen werden in den späten 70ern. 1979 fing es an, bis in die 80er hinein. Das Schiff wurde dann auch als Krankenhaus, glaube ich, umgebaut. Wir haben das mobiles umgebaut, und insgesamt 30.000 Leute aus dem Meer gefischt. 10.000 haben wir nach Deutschland gebracht und die haben im vergangenen Jahr ihr 35-Jahres-Fest gefeiert, dass sie in Deutschland sind. Und alle kennen Vietnamesen oder Abkömmlinge von diesen, die hier unheimlich erfolgreich in Deutschland Fuß gefasst haben und ihre Berufskarrieren gemacht haben und Deutschland wirklich bereichern. Ein Vorbild, wie man Flüchtlinge integrieren kann. Ist vielleicht auch ein ganz interessantes Thema, wenn man sich das Mittelmeer bei uns anguckt, wo gerade ähnliche Situationen sind, vielleicht nicht mit den hohen Zahlen, aber es wird ja auch immer mehr und vielleicht ist das auch nochmal eine Sache, um die man sich kümmern musste. Aber die Kap an Amur selber gibt es ja nicht mehr, das Schiff existiert nicht mehr. Was geblieben ist, ist die Hilfsorganisation Notärzte, deutsche Notärzte, die auf der ganzen Welt tätig sind. Was wird da gemacht? Ja genau, wir bekamen damals so viel öffentlichen Zuspruch und so viel Spenden, dass wir sagten, mit dem Geld müssen wir auch was anderes machen. Wir sind aufgefordert. Und diesen Impuls, den sind wir also gefolgt. Und seit 35 Jahren oder 36 Jahren sind wir inzwischen 58 Ländern gewesen. Zurzeit arbeiten wir in 10 wirklichen Konfliktländern auf der Welt, die entweder durch Katastrophen oder durch kriegerische Konflikte bedroht sind. Und versuchen dort zu helfen, auch immer mit der Motivation, wir müssen die Situation in den Ländern so bessern, dass die Leute nicht fliehen müssen. Denn diese Fluchtbewegung ist entsetzlich. Als wir anfingen 1979, gab es auf der ganzen Welt 10 Millionen Flüchtlinge. Jetzt sagt der Hochkommissar für Flüchtlingsfragen der UNO, es gibt 53 Millionen Flüchtlinge. Also die Situation hat sich erheblich verschlechtert und wir müssen da tätig sein. Und wir versuchen, den medizinischen Part da etwas zu verbessern. Und wir wollen Ihre Arbeit nämlich vorstellen bei uns hier. Wir werden gleich sprechen zum einen über die Arbeit von Kap an Amur in Sierra Leone, aber auch in vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Auch mit Ebola hatten Sie jetzt zuletzt leider viel zu tun. Da werden wir noch mal einen Blick drauf werfen. Jetzt aber erstmal wollen wir ein kurzes Musikvideo sehen, ein bisschen Werbung. Dann geht's weiter mit dem Sport.